Genau das ist das, was uns wirklich unter den Nägeln gebrannt hat. Wir wollten unbedingt auf den Platz raus. Und wenn man da 2,5 Monate an seinem Kader bastelt und die Strukturen kennenlernt, dann erwartet man nichts sehnlicher. Und jetzt, Jungs, die ich jetzt ja hier zusammen heute auf dem Platz hatte, auf dem Trainingsplatz, das sind ja eigentlich auch die, die sich bewusst für mich entschieden haben. Ich wurde denen jetzt ja nicht vorgesetzt, sondern ich habe mit denen gesprochen. Ich habe denen Videos von denen gezeigt, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle von ihnen. Und so konnten sie sich ja eigentlich dafür entscheiden. Sie wussten ja, worauf sie sich einlassen. Wie schaffst du das denn, dich durchzusetzen oder so, aber halt auch vermehrt von, glaube ich, gesetzteren Männern, die vielleicht sich das noch gar nicht so vorstellen können, die die Rolle der Frau einfach in ihrer Sozialisation noch anders erfahren haben. Dann erklärt man denen, dass, glaube ich, Autorität nicht von dem Geschlecht abhängig ist, sondern von der Expertise. Und ja, dann probiert man das zu belegen, dass man wirklich fachlich auf einem hohen Niveau ist und sagt dann noch ein paar Sachen, womit die gar nichts anfangen können. Und dann denken die, oh, ja, die hat schon recht. Ich glaube, das ist bei uns Jungs gar kein Thema. Also wir bewerten Imke als Trainer, nicht als Frau oder Mann. Und das ist so die Hauptsache. Also wenn sie ihren Job als Trainer gut macht, dann ist uns das egal, ob sie Imke heißt oder ob sie Thomas heißt. Also es ist ganz wurscht. Ist es halt schon was Besonderes so. Also ist ja jetzt die erste und einzige Trainerin, die in so einem hohen Fußballbereich halt aktiv ist. Aber ich habe in den ersten Gesprächen direkt gemerkt, dass sie ordentlichen Plan davon hat, was sie will. Sie steht dahinter und hat eine gute Taktik mir auch schon da im ersten Gespräch direkt vorgelegt. Und also ich stehe hinter ihrem Fußball, den sie spielen möchte und sehe das genauso. Und von daher glaube ich, dass das eine richtig gute Saison werden kann. Saisonstart ist natürlich was ganz Besonderes, ne? Darauf hat man richtig Bock. Und da hoffe ich irgendwie, dass wir am besten in Essen spielen und da direkt mal vor ein paar Zuschauern durchdrehen dürfen. Oder natürlich auch gerne ein Heimspiel und einfach mal die heimische Kulisse direkt mal anstecken mit dem jungen, hungrigen Fußball, den wir jetzt spielen.